Mönchengladbach ist Weltrekordhalter. Und zwar deswegen, weil sich hier gleich zwei Bahnstationen Hauptbahnhof nennen können. Das ist einmalig auf der Welt, entstanden durch die Zusammenlegung der beiden Städte Reit und Gladbach 1975. Mit der Zeit verfielen beide Mönchengladbacher Bahnhöfe gleichermaßen. Doch nur der in der Innenstadt wurde aufwendig renoviert. Der andere verkommt bis heute. Es ist dreckig, dunkel, der Leerstand hoch. Mit dem maroden Bild des einst stolzen Gebäudes müssen die Reiter deshalb leben. Noch. Denn es gibt Hoffnung. Bewegung kommt in die Geschichte. Bis Ende Oktober bot die Deutsche Bahn den Reiter Bahnhof zum Kauf an. Auf ihrer Internetseite fordert die Bahn zu diesem Zeitpunkt noch mindestens 750.000 Euro dafür. Stadt und Politik haben große Bedenken. Denn der neue Besitzer könnte mit dem Gebäude quasi machen, was er will. Klar ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir die City als Definition Reiter City für den Einzelhandel erhalten müssen. Da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man nicht den Einzelhandel zerfasert oder diese Qualitätseinzelhandel zerfasert. Das ist eine wichtige Geschichte. Ende Oktober wurde das Bieterverfahren für das Reiter Bahnhofsgelände eingestellt, was der Stadt als möglichen Käufer nun eine deutlich bessere Position gibt. Vertreter von Land und Bahn konnten sich darauf einigen, zunächst ein Gutachten erstellen zu lassen. Ist das fertig, kann die Stadt das Gebäude für den ermittelten Preis also selbst kaufen. Und zwar ohne einen befürchteten Bieterkrieg. Nur knapp 15 Kilometer vom Reiterbahnhof entfernt sieht man, dass auch ein privater Kauf gut ausgehen kann. Der heute so schmucke Viersener Bahnhof war vor seiner Kernsanierung in einem noch deutlich schlechteren Zustand als der in Reit. Kaum ein Reisender traute sich hier noch durch. Bis sich ein Viersener Bauunternehmer dem Ganzen annahm und einen siebenstelligen Betrag investierte. Ja, also der letzte Zustand war, soweit ich mich erinnern kann, da saßen hier auf dem Fußboden Obdachlose auf Matratzen und in der Mitte gab es ein Lagerfeuer, so wie man sich das aus der Bronx in New York vorstellen kann. Das war der letzte Zustand und dass dann normale Bürger mit Kindern nachts halt Angst haben, hier anzukommen, ist verständlich. Palmen hier, bröckelnder Putz dort. Der Gegensatz zwischen Viersen und Reit könnte derzeit kaum größer sein. Für den Geschäftsführer des Viersener Bahnhofs ist klar, was die beste Lösung für Reit wäre. Oder besser, wer. Am besten spricht die Stadt uns an. Wir sind da schon Profis. Ich könnte mir vorstellen, wenn man uns anspricht, dass wir uns also ernsthaft damit auseinandersetzen würden. Wir haben Erfahrung. Man sieht das Ergebnis. Ich könnte mir das schon vorstellen, ja. Bis das Gutachten für den Reiterbahnhof endgültig vorliegt, hängt die Zukunft des Gebäudes noch in der Schwebe. Klar ist, die Mehrheit in Gladbach will die Form und Funktion des Reiterbahnhofs erhalten. Vor allem aber schöner soll es werden.